Zweitens, ein Kompromiss zwischen allen Fraktionen zu finden, ist in manchen Fällen nicht immer möglich. Vor allem, wenn es um kritische Themen geht. Ganz am Ende wird mit einer Abstimmung über die Änderungsanträge entschieden. Und die Mehrheit gewinnt. Die Abstimmung im Ausschuss ist ein wichtiger Meilenstein im Gesetzgebungsverfahren. Der angenommene Bericht stellt die Grundlage für die weitere Debatte im Plenum dar. Doch die Entscheidung im Ausschuss sagt nicht unbedingt voraus, wie das Parlament als Ganzes am Ende abstimmen wird. Wir bekommen Abgeordnete, die im Ausschuss überstimmt worden sind, für ihre Standpunkte Unterstützung. Werden die Änderungsanträge, die angenommen wurden, den nächsten Schritt der Debatte überstimmen? Wir werden es herausfinden, wenn sich alle versammeln. Und zwar im Plenum.